Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. König Mario begrüßt euch heute in seinem Königreich, in seinem Mushroom-Königreich, Leute. Ja, und zwar habe ich heute vor, ein kleines Tutorial mit euch zu machen, beziehungsweise ich will euch das größte Easter Egg in Mario Odyssey, also das für mich größte Easter Egg, will ich euch zeigen, Leute. Wir sind hier jetzt gerade im Mushroom Kingdom und ich zeige es euch einfach, Leute. Guckt euch diese Nase an, wie sie wackelt. So, erstmal müsst ihr das Mushroom Kingdom freischalten, dafür müsst ihr, wie gesagt, Bowser besiegen. Und dann seid ihr schon hier. So, als nächstes müsst ihr hier einige Münzen einsammeln, um euch ein Outfit zu kaufen. Ich werde es euch zeigen. Und das Easter Egg ist wirklich sowas von phänomenal. Ich finde, das ist wirklich das beste Easter Egg, was es hier gibt in diesem Spiel bis jetzt. Also es ist wirklich für alle Nostalgie-Fans, für alle Nostalgiker unter uns, ist es einfach ein Geschenk. Und zwar müsst ihr hier bei dem Lilanen dann das Outfit kaufen, was hier jetzt schon gekauft ist, beziehungsweise ihr seht es ganz rechts, dort habe ich es gekauft. Und zwar das Mario 64 Outfit, was genau so aussieht. Wenn ihr das gekauft habt, dann müsst ihr es noch, müsst ihr euch umziehen. Ihr könnt es direkt anziehen, wenn ihr es kauft, aber ihr könnt auch zum Kleiderschrank gehen und euch letztendlich es einfach anziehen. Hier haben wir es. Die Mütze sieht noch gar nicht mal so spektakulär aus und dann, wenn ihr es dann angezogen habt, guckt es euch einfach mal an. Man ist einfach der von Mario 64 und das könnt ihr auch hier kaufen und hier freischalten, also falls ihr es haben wollt. Es sieht einfach gut aus, dieser alte Stil, ich mag ihn und ich bin einfach gerne hier so. Wie ihr das Königsoutfit kommt, das verrate ich euch vielleicht auch nochmal in einem extra Video, nur wenn ihr Bock habt, deswegen schreibt einen Kommentar und ja, dann weiß ich Bescheid, ob ihr darauf überhaupt Bock habt auf dieses Königsoutfit, weil das kriegt man nicht so leicht wie dieses hier, das kann man nicht im Laden kaufen, damit muss man, da, das Schweiß und Tränen ist das verbunden, dieses Outfit, das Königsoutfit, wirklich. So, ihr müsst hier hinter das Schloss gehen, ihr seht es ja, ihr seht den Weg, den ich gehe, einmal hinter Peach Castle. Und dann seht ihr hier auch schon diesen kleinen Goomba-Garten, will ich fast schon sagen. Und dort oben hier an dem Fels steht ein kleiner Toad, mit dem müsst ihr sprechen, denn hier ist verschlossen. Und hierfür braucht ihr das Outfit. So, und jetzt fragt man sich, was soll in diesem kleinen Felsen dort drin sein? Und jetzt geht man da rein, Leute, passt gut auf, es ist einfach phänomenal. Ihr seid in den Schlossgarten aus Mario 64, Leute. Einfach phänomenal, besser geht's nicht. So, und jetzt kann man gar nicht mehr fassen, dass ich gerade Mario Odyssey spiele. Es sieht ja wirklich genauso aus wie Mario 64. Es ist der gleiche Hof, die Kisten sind zwar neu, die Schilder da hinten sind neue Texturen, haben neue Texturen, aber ansonsten ist es wirklich das Alte. Wir sehen sogar hier den Stern, wo Eternal Star drauf steht, was damals für Alice Real gehalten wurde. Also Luigi's Real 2401. Alle dachten, man muss 2401 Mal um diesen Stern rennen, um Luigi freizuschalten. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das stand da einfach nur für Eternal Star 2401 und ja, das hat einfach gar nichts damit zu tun. Hier oben findet ihr noch einen weiteren Stern, wenn ihr dort Scappy drauf wirft und ja, dann habt ihr den. Hier gibt es nämlich zwei Sterne, einmal den und natürlich die richtige Kistenkombination, die ich natürlich jetzt nicht mehr weiß, aber ich denke, das hier ist eins. Ich kann es jetzt mal kurz raten, aber ihr müsst halt die richtige Kombination wissen und dann habt ihr auch schon das Gebiet letztendlich fertig. Es gibt hier echt nicht viel, aber ich bitte euch, Leute, wie cool ist das? Also, wie cool ist das? So, 6 und ich denke, das hier ist 7, also habe ich die Kombination noch richtig im Kopf. Deswegen ein kleines Tutorial noch am Rande, so dass ich gar nicht eigentlich machen wollte, aber für die, die die Kombination wissen wollen, hier habt ihr sie. Falls ihr sie nicht richtig habt, dann kommen Zombies daraus, die müsst ihr erstmal bekämpfen und dann könnt ihr das gleiche von vorne machen. So, das war's mit dem Easter Egg, Leute. Ich mache viele solche kleinen Videos jetzt in der nächsten Zeit, deswegen, wenn ihr Bock habt, dann gebt einen Daumen hoch. Ansonsten bin ich jetzt raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.